Hallo Leben, hier ist eure Britta. Ich habe mir heute Jule dazu geholt. Wir wollen euch heute ein bisschen Pilates zeigen. Ihr schaut einfach, wie ihr mitkommt. Jule wird euch die leichteren Übungen zeigen, ich euch etwas die intensiveren Übungen. Für den Rücken, für die Faszien im Rücken, aber auch mit der Atmung und dem Bauchspannen werde ich euch gleich noch mal ein bisschen erklären. Versucht so gut wie es geht, mit der Atmung mitzugehen. Wenn nicht, atme deinen eigenen Stil so gut wie es für dich geht. Beginne hier im Sitz. Lass die Arme ganz locker erstmal liegen und dann komme mit der Einatmung an deine Rippenbögen unter der Brust. Leg die Hände ganz entspannt drauf, lass die Schultern locker und dann schließe die Augen. Richte deine Konzentration auf die Rippenbögen und schicke die Atmung ganz weit in deine Handinnenseiten. So richtig tief einatmest und mit dem Ausatmen versuchst du den Bauchnabel ganz leicht Richtung Wirbelsäule zu spannen. Den Beckenboden nach innen zu ziehen. Beim Einatmen wirst du wieder weit, löst du die Spannung. Und beim Ausatmen wieder anspannen. Auch so ein bisschen die Rippenbögen nach innen ziehen. Mach das Ganze nochmal für einen tiefen Atemzug. Sehr gut. Und dann löse die Hände, komm mit den Armen zur Seite. Atme hier tief ein, öffne dich. Und beim Ausatmen komme ganz tief oder die Jule zeigt euch die leichtere Variante, wenn du noch nicht so weit kommst. Einatmen, öffne dich wieder. Ausatmen, mach den Rücken lang, entspanne ihn. Und ein letztes Mal, streck dich und lass dich nochmal nach vorne, lass den Rücken nochmal rund. Und dann komm wieder zurück, locker kurz die Schultern. Sehr gut. Dann komm nach vorne mit den Händen zusammen, falte sie ineinander. Schau auch in die Handmitte, atme hier in der Mitte ein, öffne die Rippenbögen weit und beim Ausatmen ganz langsam zur Seite und einatmen wieder zur Mitte, ausatmen die andere Seite. Lass die Schultern dabei tief, schau die ganze Zeit in die Mitte deiner Hände und versuch deinen Oberkörper zu drehen und nicht die Arme. Ganz, ganz wichtig, dass du wirklich nur den Oberkörper drehst. So, einmal noch jede Seite. Dass wir die Wirbelsäule im Ganzen richtig schön mal durchbewegt haben. Genau. Und zur Seite nochmal aus. Sehr gut. Gut, löst die Spannung. Locker nochmal kurz die Schulter. Gut. Und dann kommen wir den Beinen lang nach vorn. Leg sie so fußbreit auseinander. Entweder Füße entspannt oder Zehenspitzen ran, da hast du noch mehr Dehnung. Schau, dass die Knie entspannt liegen. Wenn dir das zu viel ist, darfst du sie auch leicht gebrauchen. Leg die Hände locker hier drauf, richte die Wirbelsäule groß auf, atme schön tief ein, dass du Platz hast für die Rippenbögen und beim Ausatmen roll dich Wirbel für Wirbel nach vorn so weit wie du kommst und ganz langsam wieder einatmen. Richte die Wirbelsäule Stück für Stück auf und auch wieder Stück für Stück ein, dass du das Gefühl hast, auch wirklich dann genau mit den Gedanken jeden Wirbel übereinander legen. Jetzt würdest du eine Mauer bauen. Genau. Sehr schön. Gut, dann bleiben wir hier an der aufgerichteten Wirbelsäule. Lass den unteren Rücken gerade. Komm mit beiden Armen ungefähr auf Schulterhöhe. So auch schulterbreit auseinander. Atme hier oben wieder schön tief ein. Beim Ausatmen ziehst du dich Bauchnabel nach innen, ziehen Beckenboden fest. Und einatmen. Rippenbögen werden weit, Brust raus und aus. Vor. Genau. Und weit wieder zurück. Schultern schön tief lassen die ganze Zeit. Vor allem beim Vorgehen. Stell dir vor, du hast hier ein Zeh, dass du wirklich wie ein Zeh bist. Immer den Bauchnabel schön nach innen ziehen. So. Noch zweimal. Einatmen. Und löse kurz die Schultern. Sehr gut. Schultern locken. Und jetzt kommen die Beine ein Stück breiter. So weit, wie es dir angenehm ist. Das kann etwas enger sein, das kann breiter sein, so wie du möchtest. Füße entweder wieder entspannt nach vorn oder etwas intensiver für die Rückseite rangezogen. Man kann auch wieder die Knie etwas entspannen, wenn es dir unangenehm wird. Ja? Komme wieder mit den Armen einmal nach oben auf Schulterhöhe. Einatmen und beim Ausatmen drehst du dich, ich hier zum Beispiel, rechter Arm zum linken Bein und du wechselst wieder. Ja? Also einfach wirklich schön locker
tief atmen und zieh wieder den Bauchnabel nach innen, Beckenboden fest und in deiner Mitte Länge, Brust auf. Aus zur Seite. Ein, in die Mitte. Aus. Und ein. Zieh schön alles nach innen, so weit wie du zur Seite kommst. Wenn du merkst, es geht nicht so gut, dann mach die Beine wieder etwas eng und mach dann da weiter, wo es für dich passt. Ja? Jede Seite, noch einmal, hat mir mein Zähler gerade gesagt, habe ich extra für euch arrangiert. So, gut, und löse die ab. Locker die Beine aus. Sehr gut. Dann komm mit beiden Beinen zusammen. Entweder du legst sie übereinander. Ich nehme jetzt einfach beide Füße zur linken Seite. Du kannst es auch machen, wir wechseln dann eh. Und die Jule zeigt euch die etwas leichtere Varianten. Ja? Das ist so die, die wir dann irgendwann später wollen. Greife deine Hände fest an die Seite dran, dass du dich da festhalten kannst. Komm mit dem entgegengesetzten Arm, also ich habe jetzt die Füße links, also den rechten Arm nach oben. Einatmen, Länge, jetzt in die Seite, die jetzt gedehnt wird. Und ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, komme zur Seite, so weit wie du kommst. Und einatmen, wieder zur Mitte. Achte darauf, dass du hier keinen Krampf kriegst. Also geh nur so weit, wie es dir angenehm ist. Genau. Beim Einatmen versuchst du die Seite, die geöffnet ist, schön weit zu atmen. Ja. Und lass dir Zeit. Zieh dich in der Mitte immer lang. Und beim Ausatmen lass die Brust auf. Leg nach vorn, nicht nach unten fallen. Noch zweimal. Gleich geschafft. Ja. Sehr gut. Und der letzte. Noch einmal schön ausatmen. Genau. Und löst. Sehr gut. Locker dich kurz. Und dann wechseln wir die Seite. Ja. So. Auch hier finde deine Position, wie es für dich angenehmer ist. Wer Knieprobleme hat, kann auch das eine Bein strecken. Ja, genau das. Jawohl. Das wäre dann die angenehmere Variante für das Bein. Ja. Also deswegen sucht euch das aus, was passt. Lieber erstmal ein bisschen weniger und dann steigern. Ja. Okay. Kommen wir wieder jetzt. Ist jetzt bei mir der linke Arm oben. Also einmal schön tief einatmen und dann ausatmen. Komme zur Seite, bleibe gerade und ein. Wieder zur Mitte. Öffne dich aus. Bauchnabel nach links. Genau. Und ein. Brust schön lang. Schulter weg von dem Boden. Genau. Spüre auch hier die Dehnung. Vielleicht ist die Seite besser oder schlechter. Das kann durchaus sein. Dann auch die Oberschenkel mit anhebst. Dann wird es noch etwas mehr. Also such dir deinen Bewegungsgrad aus. Letzten zwei. Genau. Spüre die Spannung nochmal fürs letzte Mal. Lang einatmen und aus. Gut. Und dann lege kurz ab. Entspanne kurz den Rücken. Entspanne kurz den Nacken, die Schultern. Und dann stell deine Arme links und rechts auf. Komme nach
nach hinten, entweder ganz auf die Fersen oder wer noch nicht so gut kann, macht den Rücken rund, so weit wie es geht, Arm an die Seite oder nach vorn und dann lässt du dich nochmal ganz entspannt fallen. Lass die Schultern fallen, mach den Rücken rund und entspannt. Spüre die Länge der Wirbelsäule in deinem Rücken. Zieh die Bandscheiben auseinander. Genau. Wer kann den Kopf ablegen? Ansonsten leg dir ein Kissen unter. Sehr schön. Noch einmal tief atmen in den Rücken und die Rippenbögen rein. Und dann kommen langsam nach oben. Und dann hast du es schon geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, dass ihr zuschaut. Bis bald.